Ja, wenn man dieses Spiel heute als neutraler Beobachter hätte sehen können, und das war ich natürlich nicht, dann hätte man sich erfreuen können an den spieltechnischen Fähigkeiten, an der Spielschnelligkeit des Gegners, der wir heute eigentlich in keiner Phase gewachsen waren. Ob mit Fünferkette, mit Viererkette, nachher mit 10 Spielern wird es natürlich unheimlich schwer, dann wenn du 0-3 hinten liegst, der Gegner dann aber weiter nach vorne spielt und auch in schöner Regelmäßigkeit seine Tore erzielt. Es ist ein hochverdienter Sieg für Borussia Dortmund. Sicherlich ist Borussia Dortmund in diesem Jahr nicht unser Gradmesser. Da müssen wir uns auch nichts drüber vormachen. Auf der anderen Seite verliert man natürlich nicht gern 0-6, aber auch das entspricht absolut dem Spielverlauf. Wir müssen Fehler analysieren, wir müssen uns schütteln und Fußballer neigen ja dazu, nach solchen Erlebnissen, wie wir sie hier heute hatten, schnellstmöglich wieder auf den Platz zu kommen, und dazu haben wir Gelegenheit schon am Dienstag wieder gegen Hoffenheim.